Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Let's Play des Spiels City Skylines. In der letzten Folge haben wir Busverkehr ein bisschen erweitert. Das sieht man hier, haben wir zwei Linien mittlerweile, eine blaue, eine grüne. Beide gehen. Wo ist die? Da ist die Hochschule. Oberschule, Entschuldigung, Oberschule natürlich. Das sind 654 Studenten momentan. Okay, es schwankt ein bisschen. Ja, Verkehr genügend. Boah, hier an der Bushaltestelle ist viel los. Die warten auf. Die blaue Linie warten die, okay. Komm schon. Hier der nächste Bus. Industriegebiet, boah, schon schön ausgebaut. Aber Wohngebiete, Gewerbegebiete und Industriegebiete werden benötigt. Okay, hier haben wir jetzt eine. Hier brauchen wir gleich mehr Feuerwehr. Hier haben wir eine Feuerwehr, da haben wir eine Feuerwehr, da unten haben wir eine Feuerwehr. Ich könnte die große Feuerwehr schon bauen, aber die kostet 1400 Credits die Woche. Aber ich glaube, ich werde sie auch bauen müssen. Stellen wir einfach da her. Kurz Pause. Freuen sich alle. Erst die Folge ab. Wieder Port Traurig. Tut mir leid. Und mach hier wieder Gewerbegebiet hin. Und weiter geht's. So, jetzt brennt's da unten. Oh, ne, doch nicht. Da hat es gebrannt. Da brennt's. Aber die Feuerwehr ist schon fort. Okay. Hier wollte ich noch ein paar Wohngebiete bauen. Ich glaube, die Stromleitung brauchen wir eh nicht mehr. Das ist alles schon alles miteinander verbunden. So schön sind die Leitungen jetzt auch nicht. Sieht man, hier sind sie miteinander verbunden, die Stadtteile. So, bauen wir hier weiter. Ich mache es mal so am Ufer. Da baue ich es einfach so, wie das Ufer gerade verläuft. Also bauen wir hier so hin. Dann nehmen wir das Werkzeug für die Kurven zu bauen. Tun wir einfach das Ganze. Na. So. Ungefähr. Hier ist nicht so unbedingt. Oh, ich kann es auch gerade machen. Das gerade. Genau, dann machen wir da gerade. Ah, nee, so nicht. Okay, hier ist hier so etwas ruhigeres Wohngebiet. Oder. Ich kann diese Straßen ja auch schon bauen. Ich sollte ein paar Querstraßen einbauen, die wo für den Verkehr besser sind. Die Straße aufwerten, aber wir reißen wieder ein paar Gebäude ab. Werden wieder ein paar Leute traurig sein. Aber das hilft nichts. Jetzt wird die Stadt einfach zu. Ja, alles zu kompakt. So, jetzt haben wir ein paar Querstraßen eingebaut. Sehr schön, ja, so gefällt es mir. Und hier die Straße machen wir auch nochmal breiter. Das ist auch so eine Art Hauptverkehrsader. Ist der Verkehr auch viel besser. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Mal so. Okay, oben geht's nicht, weil der Park dort steht. Den Park, den machen wir kurz weg. Erweitern das. Und bauen den Park wieder hin. Das war der Park. Das ist der Paradoxplatz. So, und weiter geht's. Oh, minus 1067 Einwohner.
Oje, oje, muss ich mich beeilen. Die hauen mir ab, die Bürger. Wollen wir gleich mal hier Wohngebiet hin. Hier machen wir eine Straße. Die erweitern wir in diese Richtung. Ich kenne zwar keine, wo direkt neben der Wasserpumpe wohnen will. Bestimmt so irgendwie Freaks werden da einziehen. Boah, geil, Lärm. So. Eine 1 weiter. So, jetzt haben wir fast die ganze Fläche. Halt, hier machen wir Gewerbegebiet hin, weil hier ist so eine Art Hauptstraße. Hier und hier Gewerbegebiet. Die werden ja auch gebraucht. Wasser. Oh, die haben kein Wasser. Uiuiui, schlecht. Jetzt setzen wir hier mal so eine Wasserleitung. So, aktivieren. So, so. Vielleicht hier nochmal connecten. Jawohl. Diese Straße setzen wir ein Stück fort. Die bauen wir dahin. Hier noch eine Querstraße. Einbahnstraße wäre auch cool. Weil da ist nicht so ein hohes Verkehrsaufkommen. So. Hier nochmal eine Einbahnstraße machen. Lieber nicht, weil sonst wird das. Ja, angenommen, von hier oben kommt jemand, der muss dann extra, wenn er hier hin will, muss er extra so aus Rom fahren. Oder so. Und sonst fährt er einfach hier so durch. Okay, Wohngebiete. Der Wasserbereich, sowieso Wohngebiete. So, jetzt haben wir Gewerbehammer. Ja, nicht genügend, aber schon einiges. Wie schaut es aus? Müllversorgung? Müllverbrennung? Ja, okay, haben wir kein Müllverbrennungskraftwerk? Brauchen wir jetzt auch nicht. Gesundheit? Wie schaut es da aus? Wir sind eigentlich alle gesund. Arztpraxis. Okay, haben wir eine. Krankenhaus haben wir noch keins. Jetzt auch kein Friedhof haben wir. Krematorium. Okay, da brauchen wir noch ein paar tausend Einwohner. Feuersicherheit. Okay, also im Industriegebiet brennt es häufiger. So wie es ausschaut. Polizei. Ja. Kriminalitätsrate 5%. Alles akzeptabel, würde ich sagen. Bildung. Kleine Schulen haben wir hier. Im Industriegebiet brauchen wir keine Schule. Die Maschinen lernen von den Wehen anders. Bildung. Warum sind alle so schlecht gebildet? Ungebildet. 45%. Boah, fast die Hälfte der Bevölkerung ist blöd. Kann man sagen. Okay. Freizeit. Denn ist langweilig, die Leute. Es gibt so eine Riesenstadt und haben hier, was haben wir hier gehabt? 15.000 kostet der Platz für Picknick. Was ist das? Platz mit Bäumen. Hey! Happy! Freude! Aber sieht man gleich, der Bahnsteig wieder ihre Wohnungen um. Hier noch was am Parken. So. Hey, die müssen aber alle bei Laune halten, das ist ja furchtbar. Der kostet 32 Credits die Woche. Der 24. Kleiner Spielplatz im Industriegebiet. Ja, nicht so wirklich. Wir haben eher einen kleinen Park hier ins Industriegebiet, dann können die Arbeiter während der Brotzeit oder Mittagspause sich hier ein bisschen die Füße vertreten. Energie schauen wir mal kurz. Haben wir genügend? Okay, passt. Wasser. Ja. Wasser haben wir auch genügend. Ist wieder Gebäude pleite. Das reißen wir gleich mal ab.
Oh, hier brennt's. Feuerwehr ist aber schon vor Ort. Alles so kleine Häuser, die werden alle nachher dann richtig fett aufgewertet, wenn wir die nächste Stufe erreichen. Und das sind die da. Erreichen sie eine Bevölkerung von 8000 Einwohnern. Dann haben wir ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Und dann machen wir hier alles aus dicht, zum dicht besiedelten Wohngebiet, außer hier am Ufer. Das würde ich so lassen. Einfach so, weil die brauchen keine großen Flächen. Was haben wir? Aufheben. Okay, das war nicht die Option. Okay, hier bauen wir noch Busverkehr, ist mir gerade eingefallen. Busverkehr, hier haben wir eine Buslinie. Die könnte man theoretisch erweitern. Dann lassen wir einen Bus da hier fahren. Dann fährt er eins weiter. Hoppala, fährt er dahin. Dann halten wir hier kurz. Hier hält er kurz und da hält er. Jawohl. Sieht man schon hier der blaue Bus. Steigen hier Leute aus? Ja, ein paar Leute steigen hier tatsächlich aus. Es werden schätze ich mal Arbeiter sein, die hier die Gebäude aufbauen. Aber hier ist mehr los an dieser Bus an der Stelle. Ey, ey, ey. Was ist los? So, schau mal. Die Parkresistenz. Nicht Resistenz, Residenz. 5 Kinder, ein Jugendlicher und 8 Erwachsene wohnen in dem kleinen Haus. Okay, das würde passen, würde ich sagen. Kurz ein Screenshot. So, haben wir ein Screenshot gemacht. Was ist das noch hier los in der Stadt? Also, Industriegebiet, geringe Nachfrage nach Industrie. Würde ich sagen, dann bauen wir einfach hier nochmal eine Straße rein. Haben wir so ein Mini-Industriegebiet. So. Haben wir hier was hin und da was hin. Haben die Wasser. Die haben Wasser, sehr gut. Diese Linie setzen wir weiter. Das kommen wir noch daher. So, jetzt haben wir die ganze Fläche mit Wasser versorgt. Und Wasser brauchen wir uns natürlich auch keine Gedanken machen. Das fließt auch schön hier in den Fluss rein. Braune Pool. Übrigens, die letzten Videos von City Skylines, die waren alles um die 30 Minuten. Das ist doch ein bisschen zu lange, würde ich sagen. Und deswegen war ich dieses Video so um die 20 Minuten, so wie standardmäßig meine anderen Videos auch. Und ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Gibt es einfach ein paar mehr Folgen. So, hier die Autobahnausfahrt. Das müssen wir alles noch ein bisschen umbauen. Das waren 20.000 Credits. Wie bauen wir hier die Autobahn? Okay, eine Straße kostet hier 90 Credits. Okay, das geht. Hier muss ich eine andere Autobahnanbindung bauen, das ist mir eingefallen. Jetzt bauen wir irgendwie, ich überlege gerade, aber kurzen Stopp. Erst wieder alles ab. Perfekt. Alles überflüssig. Viel zu aufwendig. Ist gut gemeint, aber braucht man nicht. So, jetzt haben wir hier eine normale Straße. Bauen wir ein Stückchen vor oder. Ne, die bauen wir hier bis hier. Setzen sie höher. Ich weiß jetzt eine Brücke machen wir die ganze. Und wieder hier runter. Na komm. Sehr schön. So, hier wird dann der zweite Teil der Stadt entstehen. So, und einfach hier eine Autobahnausfahrt. Die machen wir folgendermaßen. Die machen wir ein bisschen länger, weil es können sich auch Staus bilden. So, die bauen wir so. So. Hier das Symbol, was hier aufleuchtet, bedeutet hier Sackgasse, ist klar, weil hier würden die Autos in die Wiese fahren und das braucht keiner. So, haben wir hier eine Kurve. So leichter Bogen schaut schön aus. Jawohl. Wir können die Autos hier links und rechts abbiegen. Das gleich mal auf der Seite. So, setzen wir hier ein bisschen runter.
die Autobahn einfahrt, die muss jetzt nicht so stylisch ausschauen. Beziehungsweise auch nicht so lang sein. Das machen wir einfach so. Nee. Nee. Machen wir anders. Oder doch. Das passt so. Auf der Seite das gleiche. Autobahnausfahrt machen wir ein bisschen länger. Drin. Das können wir theoretisch weglassen, aber der Knick. So. Ja, okay, das können wir so lassen. Ui, da fliegen die Autos durch die Gegend. Aber man sieht, die Straße wird gleich dankend angenommen vom Verkehr. Hier kommt der Verkehr aus. Ja, wo kommt der überhaupt her? Aus irgendwo. Da bildet sich ein kleiner Stau, macht gar nichts. Hier kommt ein Traktor. Oder? Was ist das für ein Fahrzeug? Ein Traktor. Importiert Agrarprodukte nach Warenkorb AG. Na. Also ein klassischer Name für eine Fabrik, Warenkorb AG. Würde ich meine Fabrik auch so nennen. So, jetzt haben wir hier noch eine große Fläche. Wir brauchen Einnahmen, also machen wir hier noch ein paar Wohngebiete hin. Ich würde jetzt einfach mal das Zeug anklicken. Hier noch eine Querstraße. Kann ich hier noch so eine Straße? Jawohl. Jetzt haben wir hier quasi die Einfahrt in die Stadt, würde ich sagen. Wir haben hier erstmal Gewerbegebiet. So, jetzt haben wir in der Mitte. Habe ich ja gesehen, also ein bisschen Platz. Ein paar Bäume hin. Okay, hier in der Mitte sieht man, ist also ein grüner Fleck. Hier wird kein Gebäude entstehen. Brennt, hier haben wir ein Problem mit der Müllabfuhr. Kommt die Müllabfuhr oder kommt sie nicht? Mülldeponieauslastung 59%. Uiuiui. Machen wir einfach. Ich habe schon zwei deponieren. Machen wir eine dritte, hilft nichts. Ein Gebäude steht in Flammen. Ja, und 5 Feuerwehrfahrzeuge sind da. Grundschule, uiuiui, die darf nicht abbrennen. 148 Studenten sind in der Schule und die Schule brennt. Ja, super. Die werden sich freuen. Boah, cool, Feuer. Hey, hat jemand Marshmallows dabei? So. Sieht man hier, die Fläche ist ja nicht besetzt. Das müsste man hier. Ah, genau. Passt. Jetzt kann man hier unten durch die Straße bauen. Ist ein bisschen. So machen wir es. Das Teil der Straße ist so. Hier hilft nichts, machen wir einfach so. Die Straße machen wir zur Einbahnstraße. Jetzt gibt es ja Staus. Halt andersrum. Die Straße auch. So ist. Es gibt ja keine Ampeln, sondern weil es hier eine ausgehende Straße ist von der Hauptstraße, braucht man hier keine Ampel, logischerweise. So, jetzt bauen wir hier die Straße ein bisschen weiter. Oder tun wir diese verbinden? Ah ne, geht nicht. Okay, das wird ein bisschen. Nee, das machen wir so.
das ist ja wieder eine normale Straße entstanden, weil ich hier was abgerissen habe. So, jetzt passt. Jetzt haben wir hier eine leere Fläche. Da würde ich einfach mal spontan Bäume setzen. So eine kleine Grünfläche machen. So. Schaut auch schön aus. Ein paar Bäume hinsetzen, direkt an der Hauptstraße. Ganz, ja, ganz anderes Klima gleich in der Stadt. Da wäre der Eingang ist für die Stadt, habe ich gesagt, jetzt setzen wir hier noch ein paar Gewerbegebiete hin. Sehr gut. Und die haben wie immer kein Wasser. So, jetzt haben sie Wasser. Also wenn ja, hier sieht man, da stehen sofort Gewerbegebiete. Hier war Wohngebiet. Das passt alles sehr schön zusammen. Bauen wir noch Busverkehr. Den Busverkehr, wie machen wir den? Setzen wir da hin. Dann fährt der Bus daher. Fährt die Straße. Dann von da fährt diese Straße. Dann hält er hier nochmal an. Und hier nochmal. Sehr schön. So, freuen sich wieder alle. Ja, hier voll die zufriedenen Einwohner. So, diese hier tun wir auch nochmal connecten. Setzen wir dahin. Dahin. Und dahin. Jawohl. Das ist mal ein ausgebautes Busnetz, würde ich sagen. Ich setze mir auch nochmal eine Haltestelle hin. Sehr schön. Man sieht hier, der Verkehrsfluss, der ist einwandfrei. Die LKWs kommen direkt von der Autobahn. Die müssen jetzt zwar momentan noch durch die Stadt durchfahren, dass sie zum Industriegebiet kommen. Einrichtung voll. Okay. Mehrere Probleme. Aha. Aber hier sieht man, hier ist eine Autobahn, die werden wir dann irgendwann demnächst mal mit dieser verbinden. Die ist zwar da hinten verbunden, aber die Distanz ist viel zu weit. So, die Stadt wächst und gedeiht. Das gefällt mir sehr. Den Spruch habe ich ja schon 25 Mal gesagt, ja. Aber ich finde es einfach geil. Die Stadt, die man kann 25 Mal die Stadt anschauen und 25 Mal verschiedene Gebäude siehst du oder Eindrücke bekommt man von der Stadt, weil immer wieder sieht man was Neues. Die Stadt wird richtig geil. Schöne Meldung, brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, wie versprochen, so um die 20 Minuten wollte ich das Video machen. Okay, sind wir schon bei 23 Minuten. dann verabschiede mich für diese Folge und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Macht es gut, bis dann. Ciao.